Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda mit Majora's Mask 3D. Wir sind immer noch auf der Suche nach Geld. Gib mir Geld. Nein, er gibt natürlich kein Geld. Sondern nur so ein Magiefläschchen. Ja, aber haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Oh, schaut mal da vorne, da tanzt einer. Ja, ich finde, wir gehen einfach mal zu dem hin, ne? Hi. Alles gut? Nicht länger bin ich Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Meinen Tanz konnte ich nicht schenken der Welt. Ich bin sauer, ich bin tot. Oh, mein Verlangen war es, die Welt durch meinen Tanz zur Einheit zu führen. Hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanzstunden gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel Schwachsinn reden. Der geisterhafte Tänzer Camaro wurde ins Notizbuch eingetragen. Naja, aber wir haben doch einen Song, mit dem wir ihm vielleicht helfen können. Das Lied der Befreiung. Lass meinen Tanz sich über das Antlitz der Welt verbreiten. Lehre ihn meinen zukünftigen Jüngern. Ich habe ihn dir beigebracht. Also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Leute, du hast Camaros Maske erhalten. Benutze die Maske, um die Welt an Camaros einzigartigem Tanzstil teilhaben zu lassen. Möge seine Kunst die Herzen der Zuschauer erfreuen. Die Seele des Tänzers. Du bist der Nachfolger des Tänzers geworden. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Und schon ist er weg. Oh, sehr schön. Also eine kleine Subquest auch direkt erfüllt. Tja, gehen wir trotzdem noch ein bisschen weiter. Wie viele Rubine habe ich? 93. Also wir brauchen nur noch 6 Stück, dann haben wir sowieso Maximum erreicht. Und ich glaube, man findet in Unruhstadt irgendwo noch so ein 100er Rubin. Jo, 99 haben wir jetzt. Dann also auf zurück in die Stadt. Also da seht ihr es übrigens auch auf dem unteren Bildschirm. 99. Mehr können wir nicht tragen aktuell. Jo. Ich muss jetzt erstmal die Rubine einzahlen. Genau, damit fange ich an. Macht ja keinen Sinn, jetzt noch mehr Rubine zu holen. Hallöchen. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts, nichts, nichts. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst. Jo, dann erstmal 99. Ernsthaft? Das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. So, junger Mann, wie lautet dein Name? Link war der Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Ich kennzeichne dich nur noch rasch mit meiner Spezialtinte. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. Das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 99 Rubine. Ja, so haben sie das halt gelöst, ne, mit der Zeitreise. Also wir haben Zaubertinte auf dem Arm, ne, und er weiß jetzt zufälligerweise immer, wie viele Rubine wir haben. Auch wenn wir uns, wenn wir die Zeit zurückdrehen, eigentlich noch gar nicht kennen würden. So, da kommt man, glaube ich, irgendwie hoch. Ich muss mal schauen, wie. Ach genau, ich glaube, da kann man drüber hopsen. Und ich meine, hier kann man nämlich auch noch ein paar Rubine abstauben. Ohne, dass man viel machen muss. So. Nice, schon sind wir drüben.
Schaut mal, der Huxel hat hier in die Trickkiste gegriffen. Apropos in die Kiste greifen. Ein silberner Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 100 Grüne. Also nochmal 99. Die müssen wir auch direkt wieder abgeben, selbstverständlich. Und dann fehlen uns noch 2 Rubine und die können wir ja eigentlich oben wieder besorgen in der Nähe von diesem Spielplatz. Ja, 99 einzahlen. Das ist eine Menge. 198 hast du schon. Das ist jetzt der nervige Part, das Sammeln. Danach kommt der schöne Part, nämlich das Geld ausgeben. Das ist das Beste. Ja, wir können ja noch ein paar mehr sammeln. So viel zum Thema, ein paar mehr sammeln. Einen habe ich mehr gesammelt. Naja, besser als nichts. Tja. Und damit haben wir 200! Das ist wirklich, wirklich wichtig. Glaubt es mir. Was ist los? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, ich möchte nochmal einzahlen. Und zwar 3 Rubine. Das ist alles? Das ist so gut wie gar nichts, du Knauser. Aber bitte, der Kunde ist König. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 201 Rubine. Oh, du hast bereits 200 gespart. Nun denn, kleiner Mann, hier hast du die versprochene Prämie. Du hast eine große Geldbörse erhalten. Diese Geldbörse ist für Erwachsene gedacht. Bis zu 200 Rubine haben darin Platz. Stammkunde der Bank. Du hast ein Geschenk von der Bank erhalten. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Dieser Beutel ist wesentlich geräumiger als dein Alter. Fülle ihn und bring seinen Inhalt wieder zu mir. Jetzt heben wir aber erstmal ein bisschen was ab. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt mal mitnehmen. Vielleicht mal so 120. Sehr schön. Auch ein sehr, sehr schönes Geräusch übrigens. Und dann... ja, müssen wir eigentlich ein bisschen auf den Morgen warten. Aber glücklicherweise dauert es jetzt nicht mehr ganz so lange. Es sind nur noch knapp eine Stunde. Man kann übrigens diese Melodie der Zeit so ein bisschen verändern. Und... dann treten andere Effekte ein. Also die reguläre Melodie, die haben wir ja gelernt, das ist YLR, YLR. Und wenn man jetzt alle Buchstaben verdoppelt, also YYLLRR, dann kann man die Zeit schneller vergehen lassen, beziehungsweise man kann sich halt eine Zeit aussuchen, zu der man sich in Anführungszeichen dann teleportiert oder begibt. Machen wir jetzt aber nicht, wollte ich euch nur mal zeigen. Und man kann die Melodie noch rückwärts spielen. Also R, L, Y, R, L, Y. Das ist die Ballade des Kronos, glaube ich. Kronos, habe ich das richtig gelesen? Damit kann man die Zeit verlangsamen. Also dann geht die Zeit ein bisschen langsamer voran. Ja, wie schon gesagt, also sind Variationen der ursprünglichen Melodie, finde ich, ist auch eine ganz nette Geschichte. Eigentlich ist ein witziger Einfall von den Entwicklern gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man das regulär im Spielverlauf erfährt, dass man das machen kann. Ich glaube, diese Vogelscheuchen teilen einem das irgendwann mal mit. Dass man... ja, damit noch ein bisschen rumspielen kann. Und so endet auch der erste Tag für uns. Mal wieder. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Wundervoll! Ah, ein neuer Morgen. Und wir können Geld ausgeben. Ohne Ende. Ja, es heißt ohne Ende. Jetzt auch nicht ohne Ende, aber... zumindest ein bisschen Geld können wir ausgeben. Welche Minispiele können wir denn schon spielen? Wir können... glaube ich, das hier noch nicht spielen. Da brauchen wir, meine ich, Bomben. Spielecenter, Liebling und Schätzchen. Eine Spielstube, täglich neue Spiele. Ja, genau. Hier brauchten wir den Bogen, ja.
Was haben wir denn hier zum Beispiel? Zur Schatzkiste. Okay. Komm rein. Oh, sammelt der Kleine etwa Masken? Wie wär's? Willst du spielen? Für dich kostet es nur 20 Rubine. Okay. Wenn du es bis zur Schatztruhe schaffst und sie innerhalb des Zeitlimits öffnest, erhältst du einen speziellen Preis. Der Inhalt selbst ist nur der halbe Spaß. Aha. Die Frau von zur Schatzkiste wurde ins Notizbuch eingetragen. Bist du bereit? Holy moly, die Schatztruhe. Ja, hoffentlich kommen wir da jetzt hin. Was passiert ja? Oh, natürlich irgendwas mit Wänden. Oder Fake-Wänden. Ich kann die Kamera hier übrigens nicht richtig drehen. Oh, ich bin da! Hallo, ich habe noch 25 Sekunden über. Was ist los? Das war ja voll easy. Ein violetter Rubin! Dieser Edelstein ist so viel wert wie 50 grüne. Du strahlst vor Freude. Sehr schön. Na, hast du dich amüsiert? Noch ein Versuch? Nö. Oh, wirklich? Zu schade. Komm bald wieder. Ah, vielleicht sollten wir in die anderen Läden zumindest mal kurz reingehen. Und mit den Leuten hier quatschen. Ich glaube, wir haben einen Besucher, Liebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Doch soweit ich erkennen kann, hat er gar keine Bombentasche, Liebling. Oh, dann kann er heute gar nicht mitspielen, Schätzchen. Genau, dann kriegen wir halt die Einträge von denen. Das ist ganz nett. Also von den Ladenbesitzern. Liebling und Schätzchen wurden ins Notizbuch eingetragen. Sehr schön. Okay. Nee, Moment. Falscher. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder hier reingelaufen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wie wär's mal mit Gehirn einschalten? Hier wollte ich eigentlich rein. Hallöchen, die Schießbude. Warum wagst du nicht einen Versuch, wenn du glaubst, du bist gut genug, Söhnchen? Ein Spiel kostet 20 Rubine. Okay. Was? Du hast keinen Bogen? Dann wird es nichts mit dem Spielen. Ja, ja, ja. Bomben und Bogen. Schade, ich hätte gerne die Minispiele gemacht. Der Mann von der Schießbude wurde ins Notizbuch eingetragen. Gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich glaube, aktuell ehrlicherweise nicht. Da vorne gibt es aber, glaube ich, auch nichts mehr zu erledigen. Ah genau, was ist denn mit dieser Seitengasse hier? Vielleicht können wir hier irgendwas kaufen. Zumindest sollten wir mal in die Läden reingehen. Kuriositätenladen ab 10 Uhr abends hat er erst auf. Hier könnten wir reingehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon irgendwas Sinnvolles besorgen können. Ach Gottchen. Hallo. Willkommen, kann ich dir behilflich sein? Eine Fee! Ich will eigentlich die Flasche haben, nicht die Fee. Ja, Elixier könnte man hier kaufen. Dekustab. Pfeile. Oh, Wundererbsen. Das sind magische Hülsenfrüchte. Wenn du dich damit nicht auskennst, kann ich sie dir nicht verkaufen. Ja, brauchen wir jetzt aber aktuell alles noch nicht. Wie schaut's denn hier aus? Der Bombenladen. Hallöchen! Na? Ich will mich eigentlich mit euch unterhalten. Welch eine Schande! Ich dachte, wir wären nun endlich in der Lage, große Bombentaschen zu verkaufen. Mami, du solltest nicht mehr mitten in der Nacht nach Materialien suchen. Das schreit ja geradezu danach, überfallen zu werden. Und hat der Bereich rund ums Nordhorn nicht ohnehin einen denkbar schlechten Ruf? Ich hätte nie gedacht, dass dieser ständig herumhüpfende Kerl zu sowas Niederträchtigem in der Lage wäre. Das zeigt mir wieder einmal, dass man Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen kann. Ach, von jetzt an werde ich gehen. Sie wurde also offensichtlich überfallen? Die alte Dame vom Bombenshop wurde ins Notizbuch eingetragen. Ha!
Schade, deswegen hat sie keine große Bombentasche im Angebot. Kann ich hier trotzdem einkaufen? Ja, kann ich. 10 Bomben, 30 Rubine. 10 Krabbelminen, 40 Rubine, Bombentasche, 50 Rubine. Na, wir wollen aber die große Bombentasche haben, ne? Vielleicht können wir ihr ja gestern helfen. Hallo, du bist hier, um Bomben zu kaufen, oder? Nur unter uns, ich verfüge über eine riesige Bombe, die nicht mal in diesen Laden passt. Oh, aber die Ware ist so schwer, ich bezweifle, dass du sie tragen kannst. Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Ja, ich will jetzt erstmal der alten Frau helfen. Dann würde ich sagen, drehen wir doch einfach mal ein bisschen die Zeit zurück. Also ja, wir könnten jetzt noch in die anderen Läden reingehen, aber... erst einmal die Bombentasche besorgen. Hallöchen! Geld einzahlen. Das wäre eigentlich ganz nett. Ja, wir zahlen alle ein. 236 haben wir jetzt insgesamt. Und dann spielen wir mal unsere Lieblingsmelodie. Der Zeit bringt dich zur Dämmerung des ersten Tages zurück. Die auf dem Touchscreen markierten Items gehen dabei verloren. Ist jetzt nichts markiert? Hab ja auch alles eingezahlt. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. So. Welcome back to the first day. Jetzt spielen wir nochmal die Melodie, aber in einer leichten Variation. Und jetzt skippen wir einfach mal so auf den Abendbereich vom ersten Tag. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mal... Moment. Vielleicht so 11 Uhr abends. Also auf dem unteren Touchscreen hat man, oder auf dem unteren Bildschirm, auf dem Touchscreen, hat man dann halt so eine kleine Anzeige, wo man sich das aussuchen kann. So, und jetzt müssen wir rasch zum Felde. Und da sollte doch irgendwann die alte Frau überfallen werden. Ich glaube, wir haben leider keine genaue Uhrzeit dafür. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ach, steht das hier gar nicht? Vielleicht beim Zeitplan? Nee, okay. Wir wissen nur, sie wurde überfallen, aber wir wissen nicht genau, wann es war. Ja, warten wir einfach mal auf die alte Frau. Aber da kann ich auch kurz hinschneiden. Und schaut mal, da kommt sie tatsächlich angelaufen. Hallöchen. Autsch, pass auf. Halt, Dieb. Gib einer alten Dame sofort ihre Tasche zurück. Bleibst du wohl stehen, du frecher Wicht. Ich danke dir. Du hast ihn vertrieben. Jetzt können wir in unserem Laden endlich große Bombentaschen anbieten. Vielleicht stelle ich sie schon morgen ins Schaufenster. Ich muss dir wohl danken. Dies ist zwar eine gefährliche Maske, aber du kannst damit auf dem Karneval dein eigenes Feuerwerk machen. Leute, wir haben die Kabum-Maske erhalten. Trägst du sie und drückst B, erschüttert ein ordentlicher Wumms deine Umgebung. Der Preis dafür ist jedoch ein Teil deiner Energie. Danke, dass du mir geholfen hast. Pass auf dich auf. Sehr schön. Ein Bombengeschäft 1. Du hast das Gepäck der alten Dame geschützt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Ihr seht schon, Zeitreisen, ja, das kann durchaus nützlich sein.
Finde ich auch süß, dass man der alten Frau jetzt helfen konnte. Was können wir denn sonst noch machen? Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen warten. Überlege gerade, wir gehen mal einmal vielleicht zurück in die Stadt runter. Dann holen wir mal fix Geld ab. Blüchen. Rubine abheben. Wir nehmen jetzt einfach mal 200 auch ruhig mit. Und dann gehen wir in diesen Stadtteil. Nee, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Moment. Bin ein bisschen verwirrt. Genau damit ich nicht verwirrt bin, habe ich ja eigentlich am Anfang so einen kleinen Rundgang gemacht. Hat nur so mittelmäßig funktioniert, wie ihr seht. So, hier wollte ich, glaube ich, in Wirklichkeit hin. Genau, denn schaut mal, hier haben wir ja diese Tänzer. Und wir haben doch eine Maske bekommen, die uns einen Tanz lehrt. Und zwar Camaros Maske. Dann würde ich sagen, benutzen wir die doch einfach mal. Jo. Auf damit. Ja, sieht so mittelmäßig schön aus natürlich. Oh, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man mit denen reden muss. Nee, man muss einfach nur B drücken. Eigentlich glaube ich, dass die irgendwann mit einem interagieren. Oder muss ich vorher noch mit denen gequatscht haben? Stör uns nicht! Kann das sein, dass ich erst den Eintrag haben muss oder so? Aber ich meine, eigentlich kann man mit denen auch tanzen. Die Geschwister Rosa, die Zwillingstänzerin, wurde ins Notizbuch eingetragen. Muss man im richtigen Moment drücken? Ah, okay, man muss sich umdrehen. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits 3 Teile eingesammelt. Sehr schön. Also diese Maske, ja, hat sich durchaus schon gelohnt. Und wir haben den Tanz tatsächlich auch weitergegeben. So wie uns aufgetragen wurde. Meister, ihr seid großartig. Sehr cool. Ja, liebe Leute, und an dieser Stelle beende ich dann den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao. Oh, wir haben noch einen Hinweis bekommen. Du hast etwas über das Dojo des Schwertmeisters erfahren. Ja, ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.